Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Heute ein ganz besonderer Blog, auf den ich mich sehr gefreut habe, und zwar der Lieblingskoi-Blog. Heute stelle ich euch meine neue Anlage inklusive des neuen Filterprototypen vor. Viele von euch warten schon gespannt drauf, was sich dahinter verbirgt. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben es leichtläufiger und noch etwas runder gemacht. Ein rundum gelungenes Konzept. Wir haben einige Neuerungen hier, die so auf dem Markt noch nicht erhältlich sind. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt guckt es euch einfach an. Bis gleich. Starten wir mal ganz am Anfang erstmal mit einer kleinen, aber feinen Sache, die so noch nicht auf dem Markt ist. Hat sich noch keiner so richtig drum gekümmert. Und zwar geht es um diese sehr geile Umrandung der Doppelstickplatte. Privatleute haben schon öfter sich mal was überlegt, aber direkt zu kaufen, so edel und in dieser schweren Ausführung, gab es das noch nicht. Richtig, richtig geil. Ein kleines, aber feines Detail, wie ich finde, was mich jeden Tag verzückt und mir Freude bereitet. Eine so saubere und edle Abschlusskante ist schon sehr geil. Das macht Spaß. Richtig gut umgesetzt, sitzt auch richtig fest drauf, ist richtig massiv, ist auch richtig schwer und wertig, fühlt sich geil an. Eine richtig rundum gelungene Sache. Da könnt ihr euch echt drauf freuen beim Lieblingskoi. Das ist schon ein mega geiles Teil. Diese Umrandung, das macht richtig Spaß und sieht richtig edel aus. Natürlich verfügen die Becken von Lieblingskoi auch optional über einen Bodenablaufkasten. Ist in der gehobenen Preisklasse sicherlich gang und gäbe. Auch hier bei Lieblingskoi natürlich optional erhältlich. Sorgt natürlich dafür, dadurch, dass die Belüftung auf dem Kasten installiert ist, dass die Strömung und der Schmutzabtransport nicht gestört wird, die Belüftung an der optimalen Stelle liegt und somit die Strömung noch einmal beschleunigt. Ihr seht auch richtig schön, wie das Wasser hier rausdrückt, und gleich zeige ich euch natürlich nochmal, wenn man die Luft anstellt, wie schön die aufsteigende Luft mit der Strömung im Becken verteilt wird und forttransportiert wird. Genau die richtige Stelle, so sollte es sein, wo die Belüftung zu liegen hat. Fördert die Strömung, fördert die Umwälzung und sorgt für einen optimalen Schmutztransport. Auch hier optional erhältlich bei Lieblingskoi. Kommen wir zur ersten Neuheit. So, noch nicht auf dem Markt erhältlich. Ihr seht hier die Belüftung zum Becken, die man abdrehen kann. Aber ihr seht hier auch noch ein T-Stück, wo ein kleinerer Luftschlauch abgeht. Und wo der hingeht, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir zur nächsten richtigen Neuerung, die so einfach als Fertigset noch nicht auf dem Markt ist. Es gab öfter schon mal welche, habe auch noch auf YouTube gesehen, die sich da privat was hingebastelt haben. Aber für Leute, die wie ich faul sind und das gerne als Komplettset haben wollen, hat auch hier Lieblingskoi Abhilfe geschaffen. Wir haben hier direkt mit dem T-Stück, was ich euch gerade gezeigt habe, eine kleine Luftleitung, die abgeht und hier an den 3D gedruckten Futtertrichter anschließt. Und hier befindet sich im Inneren eine Ringleitung, die die Luft in den Futtertrichter befördert und reinbläst und dafür sorgt, dass aufsteigende Feuchtigkeit nicht schimmeln kann. Es funktioniert einwandfrei, ist jetzt Monate im Einsatz. Und ich habe immer stets einen trockenen Futtertrichter, da steigt nichts auf, es funktioniert einwandfrei, die Stärke lässt sich hier einstellen. Ihr braucht keine extra Luftpumpe, ihr könnt einfach in der Standardluftleitung ins Becken das T-Stück anschließen und dann hier den Futtertrichter in jeder Doppelstiegplatte Abdeckung installieren und habt dann nie wieder schimmeliges Futter im Futtertrichter. Eine sehr gute Lösung, die es endlich mal als Komplettset gibt, demnächst erhältlich bei Lieblingskoi. Kommen wir nun zu dem Teil, auf den ihr alle gewartet habt, auf den ihr euch gefreut habt, ich mich ganz besonders. Kommen wir zum neuen Vorfilter. Wie gesagt, wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben es deutlich runder gemacht. Wir haben es über Monate zusammen entwickelt, der Uli und ich, haben Stunden im Videochat verbracht, um das Rad nicht neu zu erfinden, aber runder zu machen. Der Filter ist super geworden. Ich habe es in 2 Monaten trotz jetzt 350 Gramm bzw. ein halbes Kilo Futter am Tag nicht geschafft, ihn an seine Grenzen zu bringen, nicht mal ansatzweise. Und jetzt guckt es euch an, seid gespannt und viel Spaß dabei.
Und da ist er nun, der neue Filter. Es ist natürlich, wer mich kennt, der weiß, ich stehe drauf, ein Bürstenfilter. Dann werden jetzt viele Leute sagen, ach, ein Bürstenfilter gibt es zu Tausenden auf dem Markt, gibt es schon seit Jahrzehnten, ja, gibt es. Aber auch da kann man noch upgraden und kann das Prinzip noch deutlich verbessern. Das haben wir gemacht. Wir haben über Monate jetzt diesen Filter entwickelt. Er ist jetzt seit Monaten in der Testphase und ich habe es nicht geschafft, ihn auch nur ansatzweise auch bei einem halben Kilo Futter an seine Grenzen zu bringen auf 2800 Liter Beckenvolumen. Wir haben einen Riesenvorteil zu den herkömmlichen Filtern. Wir haben sogar mehrere Riesenvorteile. Und zwar haben wir erstens die Verrohrung aller Anschlüsse auf einer Seite in DN110. Das heißt, wir haben großvolumige Rohrdurchmesser, keine Reibungsverluste, wir haben ganz kurze Wege, wir haben wenig Rohrmaterial. Wer die Blogs bei mir und die Videos auf Instagram gesehen hat, weiß, dass die Anlage sehr clean, sehr aufgeräumt aussieht. Und zwar liegt es daran, dass wir halt nicht auf der einen Seite den Einlauf, auf der anderen Seite den Ablauf haben. Wir haben alles zentriert mit großen Rohrdurchmessern auf einer Seite. Wir haben sehr effiziente Pumpwege, um möglichst keine Reibungsverluste zu haben. Und was hier am Ende rauskommt, das zeige ich euch gleich. Kommen wir nun aber zum Filter. Was ist neu? Normalerweise haben wir bei diesem runden Bürstenfilter das ein und dasselbe Prinzip. Das Wasser kommt auf der einen Seite rein. Wir haben hier 5 bis 11 Bürsten rein. Das Wasser muss brutal frontal durch die Bürste drücken. Es hat keine Möglichkeit, sich abzusetzen. Wir haben eine hohe Fließgeschwindigkeit, was ein Problem ist, weil so der Sedimentationseffekt des Filters gar nicht zum Tragen kommt. Das ist hier anders. Wir haben hier den Einlauf auf der linken Seite. Er kommt unten im Filterboden an. Der Einlauf ist knappe 5 cm höher als der Filterboden. Und dann haben wir hier einmal die äußere Ringplatte mit dem großen äußeren Bürstenring. Der ist 10 cm vom Filterboden entfernt. Das heißt, das Wasser strömt in den Filter rein, prallt gegen die untere Platte vom großen Bürstenring und verteilt sich erstmal auf der ganzen Fläche. Und dann haben wir hier einmal außenrum 3,5 cm und da muss das Wasser auf ganzer Breite, kann das Wasser aufsteigen. Wir haben eine auf diesem kleinen Raum extrem hohe Anströmungsfläche, extrem große Anströmungsfläche, nicht wie in den üblichen Bürstenfilter direkt frontal auf die erste Bürstenreihe, sondern das Wasser strömt von unten rein, kann sich erstmal beruhigen, auf die ganze Fläche verteilen und dann außen am Rand hochsteigen und muss durch die erste Bürstenreihe. Dann kann es aber auch sich erstmal wieder sedimentieren und muss dann unter dem zweiten Bürstenring hoch durch die zweite Bürstenreihe und dann kann es sich nochmal beruhigen und sedimentieren, weil dann erst der Rücklauf in der Mitte kommt. Das funktioniert so gut, dass ich behaupte, dass 70-80% des Schmutz gar nicht erst bei der Bürste ankommen. Habe ich in der Praxis gesehen, ich habe es nicht geschafft, diesen Bürstenfilter einzusauen. Es klappt einfach nicht. Er läuft jetzt seit 2 Monaten und ich musste ihn noch nicht reinigen. Alles, was ich mache, ist einmal die Woche den 110er Schmutzablauf im laufenden Betrieb zu ziehen und der ganze sedimentierte Schmutz am Boden wird einmal abgesaugt und das war's. Es funktioniert mega gut. Ich zeige euch das gleich mal aus der Nähe. Ihr werdet sehen, die Bürsten sind einfach fast Neuzustand. Trotz eines halben Kilos Futter auf 2800 Liter. Es ist schon eine ordentliche Menge, ist eine Ansage. Und dennoch habe ich es nicht geschafft, diesen Bürstenfilter einzudrecken. Er lässt sich super einfach reinigen. Es wird noch ein Reinigungstool geben, einen Stab mit Brausegriff, wo ihr den Bürstenfilter schön von innen nach außen reinigen könnt. Das habe ich auch vor 2 Wochen einmal probiert, obwohl es noch gar nicht gut getan hat, ihn zu reinigen. Es klappt einwandfrei. Ein rundum gelungenes Konzept, wie ich immer sage und wie es manche nicht mehr hören können. Aber es ist wirklich richtig gut. Ihr werdet sehr viel Spaß an diesem Filter haben. Wir haben eine extrem hohe Standzeit. Wir haben sehr schönes Wasser, wie ich euch gleich nochmal zeige, aus der Nähe. Doch jetzt gucken wir uns den Bürstenfilter mal genau an. Bis gleich. Hier nun der Bürstenfilter aus der Nähe. Wie ihr seht, haben wir hier 2 große doppelte Bürstenringe, wo das Wasser durch muss, von unten über die ganze Fläche einmal außenrum, durch den ersten Bürstenring, dann unter der zweiten inneren Bürstenplatte mit dem Bürstenring muss es auch nochmal hochsteigen durch den zweiten Bürstenring und dann hier in der Mitte wird das Wasser angesaugt und von der Pumpe in den Bioturm gedrückt. Ja, ein
sehr durchdachtes und effizientes Konzept. Ihr seht für einen Bürstenfilter das Wichtigste. Was seht ihr nicht? Ihr seht null Bewegung im Wasser, keinerlei Strömung, keinerlei Bewegung. Das heißt, wir haben hier eine extrem langsamere Fließgeschwindigkeit. Ihr seht, das Wasser steht. Ihr seht null Bewegung. Genauso sollte es ein Bürstenfilter sein, denn so kann der Schmutz optimal sedimentieren. Ihr seht, wir haben hier am Rand ein bisschen Schmutz. Die zweite Bürstenreihe ist noch jungfräulich. Hier seht ihr, wie der Schmutz schön in der Bürste sedimentieren kann. Wir haben eine extrem große Anströmungsfläche. Und das sorgt dafür, dass der Bürstenfilter optimal angeströmt wird und arbeiten kann. Alles natürlich in gewohnter Lieblingskoi-Qualität, sehr edel und sehr fein verarbeitet. Und hier in der Mitte wird das Wasser dann angesaugt. Ein Oase Aquamax Eco Expert 21.000 auf 20% saugt hier auf kürzesten Weg an und pumpt es mit einer maximalen Förderhöhe von 45 cm in den Bioturm. Vom Bioturm geht es dann mit DN110 in den UVC-Reaktor. Auch hier das Rad nicht neu erfunden, aber sehr schön gemacht. Die UVC-Halterungen halten nicht ewig. Das heißt, wenn sie irgendwann mal durch sind, kann man einfach die obere Platte abnehmen und die Halterung austauschen und eine neue einschrauben mit Sichtglas. Sehr schön, sehr fein, wie man es vom Oli von Lieblingskoi kennt. Und dann geht es hier mit DN110 zurück ins Becken. Der Bioturm hat 600 Liter Volumen. Das heißt, wir haben ja schon ein extrem großes Biofiltervolumen. Und wie ihr gleich sehen könnt, drückt er hier mit 20% ordentlich Wasser zurück ins Becken. Das Becken wird aktuell zweimal die Stunde umgewälzt. Genauso wie es im Innenhalterung sein sollte, um einen optimalen Nitrit- und Ammonienabbau zu gewährleisten. Ja, das ist der neue Bürstenfilter. Er arbeitet und funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert, konnte ihn jetzt über 2 Monate die ersten beiden Prototypen testen und bin hellauf begeistert. Ab morgen spätestens könnt auch ihr in den Genuss kommen und euch den neuen Bürstenfilter bestellen. Eine extrem lange Standzeit, extrem niedrige Wartungsarbeiten und Reinigungsarbeiten. Damit werdet ihr in den nächsten Jahren sehr viel Spaß haben. Sehr fein und sehr edel verarbeitet, wie man es von Lieblingskoi kennt. Ihr habt schön Platz, ihr habt kein Rohrchaos mehr um den Filter herum. Ist alles schön clean und sauber. Genauso macht das Koi-Hobby Spaß. Ich habe sehr viel Spaß daran. Natürlich ist auch diese Anlage abgesichert gegen Stromausfall. Wir haben eine redundante Belüftung, das R-System vom Lieblingskoi. Und auch hier ganz neu das Energy-System, um die Batterie und den Spannungswandler unter dem R-System vernünftig unterbringen zu können und nicht irgendwo extra noch ein Board anbauen zu müssen und es hinzustellen. Auch hier wieder sehr sauber gelöst. Redundante Belüftung und bei Stromausfall habe ich für locker 40 Stunden Saft, um die Belüfterpumpe weiterlaufen zu lassen. Auch das funktioniert einwandfrei. Auch die Active-Spannungswandler tun hier mittlerweile seit Jahren ihren Dienst und arbeiten störungsfrei und ausfallsicher. Auch davon gibt es in Zukunft nochmal mehr und neue Infos. Auch da freue ich mich drauf. Doch heute geht es um die Anlage vom Uli. Die ist rundum gelungen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Doch nun haben wir sehr viel geredet. Nun zeige ich euch natürlich auch nochmal die Wasserqualität, die dieser Filter bei 500 Gramm Futter am Tag in der Lage ist zu produzieren. Und dazu sehen wir uns noch gleich nochmal wieder. Hier könnt ihr euch nun noch einmal von der Wasserqualität überzeugen. Wie ihr seht, haben wir glasklares Wasser, einen wunderschönen Glanz auf dem Wasser.
So sollte perfektes Keulwasser aussehen. Die Fische fühlen sich sichtlich wohl, sind tiefenentspannt und drehen hier ihre Bahn. Ihr seht keinerlei Trübstoffe. Ein perfektes Ergebnis, das auch der hohen Umwälzung und der extrem feinen Filterung des Bostonfilters geschuldet ist. Ein einwandfreies Wasser, hervorragende Qualität. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Vlog und ich konnte euch den neuen Filter von Lieblingskeul näher bringen. Ein richtig geiles Konzept, was perfekt funktioniert. Das war's für heute. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Follow und ein Like da. Wenn auch ihr diesen Filter kaufen möchtet, dann schaut gerne beim Uli auf der Website vorbei. Ab morgen sollte er verfügbar sein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und eine angenehme Woche. Bis denn.